Wir befinden uns in Essen-Beding gerade in der Scheckenstraße. Und hier gibt es in der Nähe auch noch die Rossstraße. Das heißt, hier gab es früher viele Pferde. Und dieses Thema versuchen wir auch in diesem Mehrfamilienhaus wieder aufzugreifen. Das Besondere sind natürlich die Formen des Hauses. Das heißt, einerseits städtebaulich ist hier vorgegeben eine konvexe Form im Grundriss. Das heißt, es ist ein Spiel aus scharfen, eckigen 90-Grad-Kanten und runden Ecken. Und das erinnert so ein bisschen eben an dieses Thema Pferde, Dynamik, konvex, konkav. Das versuchten wir eben abstrakt so ein bisschen in architektonische Form umzusetzen. Wir sind beim Tag der Architektur schon seit 22 Jahren eigentlich jedes Jahr dabei gewesen, weil wir davon überzeugt sind, dass es einen Dialog ermöglicht, auch mit Bürgern aus der Nachbarschaft in Kontakt zu kommen.